Was macht er jetzt? Warum lädt man den Wal nicht einfach so in sein LKW auf? Warum nicht? Ja, gut, dann. Oh mein Gott, der ist so schlecht im Fahren, Digga. Recht herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge LSPD. Ich habe schon den ersten Einsatz und zwar scheint hier ein LKW geklaut worden zu sein. Da fahre ich natürlich mal schnell an. Wenn es euch gefällt, Like, Abo und die Glocke nicht vergessen. Und ja, scheint doch kein LKW geklaut worden zu sein, sondern ein Wohnmobil. Hole ich gleich mal ein paar Einheiten dazu. Dann fährt er scheinbar dahin. Da rein kann er aber nicht. Na, dann zieh ich den nochmal raus. Raus da! Schön mit der Waffe in der Hand, so den da rausziehen. So, raus und runter auf den Boden. Polizei. Wir sind übrigens heute mit dem schönen T6 der Polizei Sachsen unterwegs. Von Emergency Cats Modding. Emergency Cats Modding? Cat Modding? Perfekt, Profi. Ich weiß natürlich, wie sie heißen. So, also, dann können hier alle weiteren Einheiten erstmal wieder abrücken und den Kick. Hilfe, kein Deutsch mehr. Kümmere ich mich mal wieder um den hier. Gucken, was er denn so eingesteckt hat. Na gut, illegal hat er jetzt nichts dabei. An sich. Dann werde ich mal das Wohnmobil durchsuchen. Da ist auch nichts drin. So, dann werde ich aber mal einen Vehicle-Check für den Camper gucken. Ah. So, und dann werde ich ihn auch nochmal abfragen. Und dann werde ich mal schnell überprüfen. Also, Kevin Johnson und die. Kevin Johnson haben wir, glaube ich, festgenommen. Genau. Gut, dann nehme ich doch tatsächlicherweise, glaube ich, Kevin Johnson gleich mal in Gewahrsam, nachdem ich das Wohnmobil hab abschleppen lassen. Einen großen Towtruck für den. Was ist denn das? Ein Wohnmobil, bitte. Kommen Sie mal bitte her. So. Dann denke ich mal, werden die Kollegen sie netterweise bestimmt abholen. Dann dürfen sie sich hier hinknien. Ah, gut. Der Berliner Kollege ist schon da. Ich habe mal ein bisschen Gemisch was reingepackt. Bundespolizei, Berlin, Sachsen. So. Hier ist halt der Wagen. Schön Sachsen. Gefällt mir doch recht gut, muss ich sagen. Ja. Dann denke ich mal, fahre ich mal weiter zum nächsten Einsatz und wir schauen, was sich so ergibt, ne? Bis gleich. So, gerade vom letzten Einsatz weg gibt es auch schon den nächsten. Und zwar scheinen hier sich in der Gang-Gegend, das ist ja, sich ein paar Lüdis zu beschießen. Da dürfen wir als Polizei natürlich wieder anrücken. Hoffentlich schießen die ja nicht wirklich, sondern beleidigen sich nur oder so, weil wenn hier geschossen wird, geht immer was schief. So, hallo? Oh. Wieso macht er so viel Schaden? Vor allem wie? Wie? Ja, komm, hoffentlich das SEK-Räume auf. Ja, da ist das SEK ja schon. Na, jetzt los. Digga, hör auf zu schießen. Easy. Ein Schuss gebraucht. Ich bin Profi-Polizist. Das ist perfekt. Gut. Ich funk natürlich durch. Dann brauchen wir einmal einen Rettungsdienst und ihr SEKler könnt wieder abrücken. Schönen Tag noch. Mit dem schönen Bus von Special Modding, ne? Ich glaube schon. Oder? Ja, ich glaube SM Modding ist auch Special Modding. So. Ja, da kommt die Feuerwehr. Beide kommen sogar.
Die Medics können noch nicht fahren und... Und die Feuerwehr macht, was sie will. Oh ey, ihr seid auch wirklich alle echt irgendwie seid leicht so ein bisschen bescheuert, ne? Dann werde ich hier mal zur Seite. Du fährst jetzt einfach über die Leiche, Profi. Hallo, wollt ihr euch jetzt auch irgendwie mal einig werden? Aua. Junge, könnt ihr ja wirklich nicht entscheiden, wenn, ne? Ah, danke schön. Wenigstens hier nehmen meine Wunden. Was ist denn das? Okay. Ich glaube, ich habe irgendwas im Ordner falsch ersetzt. Ich habe Profi-Medic. Und jetzt kommen da noch mehr Medics. Die können aber auch nicht fahren. CPR fehlgeschlagen, ja gut, okay. Gut, dann einmal bitte aus dem Weg. Ich würde ihn gerne mal durchsuchen. Schreibt er schon einen Todesbericht? Gut. Eine Person durchsuchen. Schön da noch. Aber es ist nicht bei allen Medics so, es ist nur bei dem jetzt so. Perfekt, ich habe aus Versehen Enter-Taste nochmal gedrückt. Ich brauche einmal eine Corona-Unit. Ey, ihr könnt auch alle nicht fahren, ne? Echt, nehmt euch den Führerschein weg. Wirklich. Lernt bitte fahren. Meine, wieso ist mein Auto so kaputt? Kommt das durch Schießen oder was? Meine Güte. So, da vorne kommt die Corona-Unit, dann kann ich ja auch fahren, ne? Gut. Dann gebe ich mal Stulle. Also ich gebe natürlich, ich fahre natürlich nicht zu schnell, ne? Aber ich meine, ich warte auf den nächsten Einsatz und gebe dann natürlich nicht so wenig Gas, sonst schaffen wir den Einsatz nicht. Ich rede schon wieder nur Müll. Warum ist mein Reifen? Ja, also wir sehen uns beim nächsten Einsatz. So, scheinbar ein gestrandeter Wal am Del Paris Beach. Wird ja eigentlich in Gott, was siehst du denn auf meine Spur? So, würde eigentlich in Deutschland ja anders heißen, aber ich nenne es jetzt einfach mal so. Da fahren wir natürlich mal schnell hin. Nur die Frage ist, wie groß ist der wohl? Weil ich habe schon mal einen ähnlichen Einsatz gehabt, da habe ich den nicht ins Wasser gekriegt. Weil er halt so schwer war. Gut. So. Aufpassen! Ja, ich kann durch die Person durchfahren, weil ich dieses Auto als Police ersetzt habe und nicht als Police 3, so wie es vorgeschlagen war. Dadurch ist irgendwie die Hitbox ein bisschen komisch. Bei den Menschen. Oder ich habe irgendwie eine Mod reingemacht, die... Weil irgendwie habe ich das bei einem anderen Auto auch, was ich umbenannt habe. So. Dann bitte einmal... Bitte mir sagen, was ich machen soll. Mit dem Wal. Was ist mit meiner Renderdistanz los? Warum ist die so gering? So. Oh. Ja, gut. Soll der Wal fliegen? Mal gucken, was kann denn der Truck machen? Wo auch immer der herkommt. Sag jetzt nicht, der transportiert den Wal einfach ab. Na ja, gut, ich kann den nicht, was auch immer er da macht, so. Einfach mal über den Menschen drüber fahren, warum nicht? Fahr noch ins Wasser, ne? Was macht er jetzt? Warum lädt man den Wal nicht einfach so in sein LKW auf? Warum nicht? Ja, gut, dann... Oh mein Gott, der ist so schlecht im Fahren, Digga. Bitte einen schönen Tag noch dir, ne? Du wolltest, glaube ich, den Wal wieder ins Wasser fahren, aber irgendwie schaffst du es nicht. Schönen Tag noch, tschüss. Wenn man nicht fahren kann, meine Güte. Wow. Einsätze heute sind da wirklich sehr, sehr kurz. Mal gucken, was uns noch so erwartet. So, scheinbar habe ich einen, also ich habe nicht nur scheinbar, sondern ich habe einen neuen Einsatz. Und zwar prügeln sich da wohl Studenten.
von der University. Deswegen sollen wir da mal anfahren. Das mache ich natürlich. Da hatte ich schon lange keinen Einsatz mehr. Das letzte Mal. Boah, welche Folge waren das? Da war das. Was Folge 34, glaube ich. Oder 33 war das mit dem X5M von Emergency Cat. Da glaube ich war der letzte Einsatz tatsächlich. Kann sein, dass wir noch im Stream einen hatten, aber an Streams kann ich mich jetzt nicht so gut erinnern. Die sind ja schon gefühlt alle sehr lange her, die deutschen vor allem. Die amerikanischen, die habe ich ja gerade erst gemacht, weil ich so diesen amerikanischen Fieber hatte. Aber irgendwie muss ich jetzt sagen, da finde ich Deutsch. Fahr doch weiter! Finde ich Deutsch momentan wieder besser. Mal gucken. Vielleicht mache ich auch nochmal eine Runde Österreich. Servus, Kollegen. So, deswegen muss ich mal gucken. Ja, scheinbar habe ich schon gehört, wie sich die da prügeln oder auf jeden Fall jemand gemacht hat. Stehen bleiben Sie auf. Aufhören. Aufhören. Hör doch auf. Nein! Das ist dann mein Karma an den Studenten. So, Rettungsdienst. Übrigens, falls das Video jetzt überhaupt noch jemand sieht, die Chance, dass das Video jetzt noch jemand sieht, ist so gering. Warum mache ich mir eigentlich noch die Mühe? Gut, egal. Auf jeden Fall, hättet ihr Bock, dass ich mir so diesen, ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt, diesen einen RTW von X-Modding hole und neu mal ein richtiges Feuerwehrfahrzeug für Geld? Weil die ich jetzt benutze, sind halt kostenlos und ich finde die auch nicht so geil. Deswegen würde ich gerne mal wissen, ob ihr das, wie ihr das finden würdet, so. Auf jeden Fall ist es so, das ist jetzt die 48. Folge meines Wissens. Und in der 50. Folge, da mache ich mal so ein Special, da sind wir mal Zoll unterwegs. Hatte ich ja im Discord gefragt. Deswegen ist es so, dass die Medics irgendwie es nicht schaffen. Ja, dann sind doch schon auf dem Weg, gut. Auf jeden Fall hatte ich ja gefragt, und dass ihr das, hattet ihr Zoll reingeschrieben, oder ein paar auf jeden Fall. Zwei, drei Leute. Und ja, dann werde ich, denke ich, mal eine Zollfolge machen. Muss ich nur noch ein Zollfahrzeug finden. Ich habe eigentlich schon eins, ein Passat B8 tatsächlich, weil es schon in Beobachtung. Beobachtung, genau, ich habe es in Beobachtung, ja. Profi. Nee, ich meine, schon auf den Blick. Nur halt noch nicht mir geholt. Muss ich noch gucken. So, und was ist mit dem hier? Um den wollt ihr euch nicht kümmern, dann kümmere ich mich halt um den. Erstmal durchsuchen, vielleicht hat er was. Was ist mit seinem Bein los? So, dann versuche ich mit dem mal wieder zu beleben. Der hat ja eigentlich nur eine Backpfeife bekommen, also der kann ja jetzt nicht unbedingt tot sein, ne? Das, der Funk. Was? Oha! Ich hab den einfach wieder hingekriegt. So, einmal deine ID-Karte. Und du bist alt genug, das heißt, du wirst festgenommen, wo du jemanden verprügelt hast. Und ich nehme dich auf jeden Fall erstmal mit auf die Wache. Kommen Sie mal her. Mit Öfte war. Hallo? Ich weiß ja nicht, ob das so gehört. Aber der backt leicht rum. Perfekt, so. Der läuft immer nach links, so nach hinten links, okay. Dann mache ich das mal so, dann laufe ich mal. Ich glitsche natürlich nicht. Warte, wenn ich den jetzt loslasse. Nein, falsch. Ah, perfekt. Also hinten, wenn ich muss, nur treffen, dann geht's. So, einmal die hintere Tür auf, einmal reinsetzen bitte. Türe wieder zu. So. Dann fahre ich den Herrn mal ins PD. Und ja. Was willst du jetzt? So. Ja, fahre ich den mal in den Knast sozusagen. Kann ihn ja nur im Knast abgeben, nicht im Kommissariat. Oder wie es auch immer es in Deutschland heißen will, soll, was auch immer. Und dann sehen wir uns, denke ich mal, beim nächsten Einsatz. Hoffentlich. Vielleicht ist ja auch kein Einsatz mehr. Vielleicht halte ich auch mal jemand an, ne? Nur irgendwie fahre ich heute echt wie eine besenkte Sau.
Ja, ich fahre wie bei einer besenkten Sau, genau. Gut, bis gleich. So. Neuer Einsatz, und zwar haben wir ein Drug Deal, also einen Drogenverkauf hier jetzt gerade gemeldet bekommen von jemandem. Da sind wir natürlich auf dem Weg. Und übrigens, Road to 500, ich hoffe, die erreiche ich diesen Monat noch. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert also. Weil, ja, kann man mal machen, ne? Genau, so aus dem Weg da. Denn ab dem 500 schaltet man meines Wissens diese Community-Funktion bei YouTube frei. Und damit finde ich halt, hat man viel mehr mit seiner Community zu tun als mit Discord. Weil auf dem Discord sind halt nicht alle drauf oder nicht viele, sagen wir es so. Deswegen, ja, abonniert auf jeden Fall schon mal rein und liked auch mal die anderen Videos. Und ladet auch eure Freunde ein, weil dann werden wir noch schneller größer. Also kopiert gerne den Link des Videos und schickt's überall hin, egal wohin. Und ja, das ist wieder der Drogen, die ist natürlich wieder da unten. Gut, die haben uns glaube ich sowieso schon auf dem. Boah, nee, ich kann den gar nicht anfahren, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Na gut, ich nehme mal die Pistole. Gut, dann mache ich jetzt erstmal wieder die Sirene aus. Dann hole ich natürlich sofort mal Rettungsdienst. Und Sie hier, hallo? Genau, Sie hier können mir mal Ihre ID-Card geben. Geht's denn soweit gut? Na gut, Sie haben es ja überlebt. Das ist ja auf jeden Fall schon mal wichtig. Dann werde ich mal überprüfen. Lilly, Probation, genau. So. Dann werde ich mal dem anderen daher drüben mal schnell die Waffe abnehmen und mal schnell durchsuchen. Die Mediziner kümmern sich dann, ja, um die Person. Hoffentlich. Ah, gut, die Pillen hat er dabei, ne? Also, ist klar, dass er die Pillen dabei hat, weil ist halt so normal, ne? Genau. Weil er wollte sie auch verkaufen. So. So, ich hoffe, die Mediziner schaffen das jetzt endlich mal. Nein, die Mediziner schaffen das natürlich nicht. Wir könnten denen natürlich auf die Schnelle mal runterhelfen. So, hier bitteschön. Ich bin sehr nett. Es sitzt nicht mal jemand in dem Auto. Sag jetzt nicht, die laufen alle stumpf jetzt irgendwie hier rum, oder? Ja, ich warte mal auf die Mediziner. Die müssten ja. Ah! Hä, woher kommt ihr denn? Kümmert ihr euch auch um mich? Ah, diesmal nicht. Okay, gut. Ja, dann dürfen Sie auf jeden Fall zu Fuß weitergehen. Bitte melden Sie sich auf dem Kommissariat, damit wir Ihre Aussage aufnehmen können. Genau. Schönen Tag noch. Tschüss. So, die Mediziner kümmern sich jetzt noch um die Person. Und gut, CPR ist fehlgeschlagen. Das ist natürlich nicht so schön. Aber was möchte man machen? Dann geht mal einen Blinden weg. Dann werde ich mal eine Corona-Unit. Ne, Corona, genau. Corona-Unit rufen. Und jo. Dann würde ich eigentlich sagen, was ist hier mit dem Video mit dem schönen T6 aus der Sachsen-Anhalt-Version. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, Like, Abo und die Glocke nicht vergessen. Schickt das Video, also den Link, an eure Freunde. Und ja, Roto 500. Bis zum nächsten Mal. Hier sind hoffentlich nur zwei Videos und ja. Ciao.